Ich bin der Paul Beltli, ich bin 16 Jahre alt, ich bin Schüler am Wirtschaftsgymnasium in Sigmaringen und ich komme aus dem wunderschönen Naturpark Obere Donau. Meine Leidenschaft ist das Ölmachen. Ich mache kaltgepresste Speiseöle, hauptsächlich aus Raps mit Gewürze, gerade mit Kräuter, mit Chili, mit Knoblauch. Genau. Und das alles regional und in bester Qualität. Also wir arbeiten alles zusammen eigentlich. Wir sind ja auch eine große Familie, muss man dazu sagen. Mein Vater, meine Mama, meine zwei Onkels und mein Großonkel der Elmar. Dann natürlich mein Bruder, meine Oma und mein Opa, die helfen immer mit. Und eigentlich hat jeder so seinen Bereich. Meine Mama, die macht eher so das Büro mit meinem Onkel Mike. Mein Onkel, der Tobi, der macht bei uns die Versandabteilung. Und mein Vater, der Jürgen und der Elmar, die sind dort für die Produktion. Und ich helfe eigentlich überall mit. Meistens mache ich Koordination, dass alles zusammen funktioniert. Und stecke aber überall auch mit drin. Angefangen habe ich das Ganze, also 2018 Weihnachten, da habe ich von meinen Eltern, also von meiner Mama und meinem Vater, so eine kleine Haushaltsölmühle zu Weihnachten geschenkt bekommen. Und das habe ich dann alles an Verwandte und Freunde und Bekannte verschenkt. Und als dann die Nachfrage kam, ob wir mehr haben können, da habe ich dann gedacht, okay, vom Verschenken werde ich auch nicht reich. Und so habe ich dann angefangen, meine Öle zu verkaufen. Das Einzigartige an meinem Produkt ist es, dass ich alles zum einen bei meinen Landwirten hier alles regional abhole. Dann natürlich, dass ich in meine Öle Gewürze drin habe, weil das hat sonst niemand, so der reine Knoblauch oder der reine Chili im Öl und kein Aroma und kein Geschmacksstoff da dazu füge. Genau, und das macht meine Produkte einzigartig. Die Kooperation mit den Ölfreunden ist so einfach. Wir brauchen nicht einmal ein Stück Papier dazu, sondern die Ölfreunde, beziehungsweise der Paul, der weiß, unsere Mitglieder, unsere Landwirte produzieren Raps. Wir erfassen an unseren Standorten Raps, wie jetzt hier zum Beispiel in Kreariet. Und die Position ist gegenseitig so offen, dass der Handel dann ganzjährig miteinander stattfindet mit Raps. Paul ist jung, mit sehr viel positiven Gedanken. Und als junger Mensch sowas rüberzubringen und sowas sich selber aufzubauen, einfach eine ganz klasse Geschichte. Mir ist die Nachhaltigkeit sehr wichtig, weil alles andere meiner Meinung nach keinen Sinn macht. Ich finde, man muss von der Hanne die Materialien holen, alles was man da kriegt, und das dann auch hier produzieren, weil ich brauche ja nichts von China holen, das hier produzieren und am besten dann wieder nach China schiffen, weil das macht vom Logischen her gar keinen Sinn. Und dann natürlich das alles auch selbst verarbeiten, das ist mir auch dann ganz wichtig. Und das ist eigentlich das einzig Sinnige. Ich bin dabei, meine Produktion auszubauen, weil ich ja sehr viele selber gebastelte Maschinen habe und alles selber zusammengestellt habe und das nicht alles so reibungslos flutscht. Deswegen bin ich da dabei, meine Produktion zu verbessern. Und ich arbeite aber auch gerade schon an neuen Ölen, gerade Rapsöl mit Gewürze, aber da kann ich noch nicht so viel verraten, weil das ist nur alles streng geheim.